Nichts macht einen verdammten Sinn. Das Leben macht keinen Sinn. Du bist jetzt gerade auf einem Planeten. Du glaubst, du bist in Amerika? Zoom raus. Du bist auf einem Weltraumfelsen, der im Nichts schwebt, dem unendlichen Nichts. Und das unendliche Nichts dehnt sich aus. Das bedeutet, dass das unendliche Nichts größer wird. Das macht keinen verdammten Sinn. Wir tun alle so, als ob das normal wäre. Weil wir eine Theorie haben, die Stringtheorie genannt wird. Sie ist fantastisch. Sie ist unglaublich. Sie hat die Welt der Mathematik und der Physik in Erstaunen versetzt und jetzt kann man sich in der Welt der Physik nicht mehr bewegen, ohne auf jemanden zu stoßen, der über die 10. Dimension, die 11. Dimension, das Multiversum, Hyperraum und Zeitreisen sprechen will. All diese Dinge, die einst als Science Fiction galten, stehen jetzt im Mittelpunkt unseres Verständnisses der Natur von allem. Die sagen, wir haben auch schon eine Warp-Technologie. Teilweise haben wir die nicht selbst entwickelt, sondern von Außerirdischen bekommen. Aber auch das ist im Endeffekt gar nicht, wenn ich im Endeffekt ist eine Warp-Technologie nichts anderes, ich mache ein Wurmloch auf und fliege eine Abkürzung durch eine andere Dimension. Okay, das ist also, ja. Die erklären das immer so, wenn ich von da nach da reisen will, dann muss ich nicht die Strecke machen, sondern ich falte den Raum und habe dann quasi nur noch diese Distanz dazwischen. So. Ja, ja. Und sowohl mathematisch, auch Physiker sagen, auch Stephen Hawking, also das funktioniert, auch Zeitreisen funktionieren. Ja. Ich rede gerade über das Geheimnis von Science-Fiction, Wissenschaft. Und Science-Fiction sind im Grunde dasselbe. Also Astronomie heutzutage rüttelt nicht nur an den Fundamenten der Physik, sondern sie zeigt einfach auch, wie schön das ist. Aber die Computer könnten uns doch belügen. Aber wenn wir doch jetzt nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen, Herr Eschbach. Wenn man jetzt sagt, also wir wissen das eigentlich nur aus unserer selber erfundenen Technologie, dann könnte man doch so verwegen sein und könnte vielleicht sagen, dieses Weltall da draußen gibt es eigentlich so nicht, sondern es ist eigentlich nur unsere Fantasie. In der Wissenschaft wird immer gesagt, dass man Beobachtungen macht, man hat eine Theorie, man macht Beobachtungen und es ist ein sehr, sehr langweiliger Prozess. Falsch. Niemand, den ich kenne, in meinem Umfeld benutzt die sogenannte wissenschaftliche Methode. In unserem Umfeld gibt es Glaubenssätze, die auf dem Hosenboden entstehen. Reine Vermutungen. Reine Vermutungen. Reine Vermutungen. Ich bin ein Fan dessen, was Mark Twain sagte. Er sagte, holen Sie sich zuerst Ihre Fakten und dann können Sie so weit verzerren, wie Sie möchten. Breiartig. Du kannst nichts dagegen tun, es zu stoppen. Also was willst du machen? Deinen PC und deinen Fernseher ausschalten? There you go. Wissenschaft ist immer spannend, wenn auch wenn man nichts findet, dann muss man sich halt wieder was Neues einfallen lassen. Fantasie ist immer die Grundlage von Wissenschaft. Es gibt eine Krise in der Kosmologie. Wenn wir in der Wissenschaft um einen Faktor 2 oder 10 daneben liegen, nennen wir das normalerweise schrecklich. Wir sagen, etwas stimmt nicht mit der Theorie. Wir liegen um den Faktor 10 daneben. Aber in der Kosmologie weichen wir um den Faktor 10 bis zum 120. ab. Das ist eine 1 mit 120 Nullen dahinter. Dies ist die größte Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment in der Geschichte der Wissenschaft. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die auf Wissenschaft und Technologie basiert und in der niemand etwas von Wissenschaft und Technologie versteht. Und diese brennbare Mischung aus Unwissenheit und Macht wird uns früher oder später um die Ohren fliegen. Wer kümmert sich in einer Demokratie um Wissenschaft und Technologie, wenn die Menschen nichts darüber wissen? Die Wissenschaft ist mehr als ein Wissensfundus, sie ist eine Denkweise, eine Art, das Universum skeptisch zu befragen, mit einem guten Verständnis für die menschliche Fehlbarkeit. Wenn wir nicht in der Lage sind, skeptische Fragen zu stellen, um diejenigen zu befragen, die uns sagen, dass etwas wahr ist, um den Autoritätspersonen gegenüber skeptisch zu sein, dann sind wir für den nächsten Scharlatan, ob politisch oder religiös, der daherkommt, zum Greifen nah. Wenn ich uns jetzt so zuhöre, wir reden hier über Außerirdische und Flüge zum Mars und zum Mond und hin und her. Das ist eigentlich Science-Fiction in Realgröße, anfassbar fast für uns. Ja. Selbst wenn nur 10% davon wahr wäre. Wäre immer noch eine gute Story.
Ich sehe tatsächlich eine massive Schieflage in unserem gegenwärtigen Weltbild, weil Naturwissenschaft und Technik, in diesem Tag repräsentiert durch die Virologie und Computersimulationen, an die vormalige Stelle der Religion getreten sind. Kurzum, im Wesentlichen am Ende des Tages unfundierte Metaphysik betreiben, allerdings ja basierend auf Tatsachen. Ja, die Naturwissenschaften gehören heute zum Standardbereich der Ideologie und Ideologie heißt heute, dass man mit den Tatsachen lügen kann. Ja. Und tatsächlich, ich meine 1915 wurde also praktisch das Schwarze Loch-Konzept mathematisch erfunden. Willkommen zum Kunstunterricht, bei dem es keine falschen Antworten gibt. 9/11 war ein Inside-Job. Okay, bei dem es eine falsche Antwort gibt. Es gibt keine Raumfahrt. Bei dem es zwei falsche Antworten gibt. Die Erde ist flach. Okay, Jeremy, mach, dass du rauskommst. Na toll. Auf diese Art und Weise kann man die ganze Latte der Argumente dieser Verschwörungstheoretiker aushebeln. Das ist der Big Bang. Ist das jetzt klar? Ist das jetzt klar? Ist das jetzt klar? Ist das jetzt klar? Nun, mein Vorgänger liebte Präzision. Seine Matrix bestand nur aus pedantischen Fakten und Gleichungen. Er hasste den menschlichen Verstand. Hat er sich nie die Mühe gemacht zu begreifen, dass dir Fakten scheißegal sind? Es geht nur um Fiktion. Die einzige Welt, die zählt, ist die hier drinnen. Und ihr Leute glaubt den verrücktesten Scheiß. Sie müssen etwas Elementares begreifen. Die Leute glauben nicht, was sie sehen. Sie sehen, was sie glauben. Die Menschen in der ganzen Welt fangen an, es zu verstehen. Es ist jetzt so offensichtlich. Nun, worüber spreche ich? Ich spreche darüber, wie der Bann, unter dem die Menschheit seit Tausenden von Jahren steht, der Zauber, unter dem die Menschheit seit Tausenden von Jahren steht, beginnt sich aufzulösen. Und das passiert, weil wir vor dem Wassermann-Zeitalter stehen. Und das ist der Grund, warum die Menschen anfangen, es überall in der Welt zu verstehen. Die Maya, die Illusion, dass die ganze Welt eine Bühne ist, dass wir belogen wurden, dass unsere Regierung euch anlügt. Eure Regierung liebt euch, richtig? Die Menschen fangen an, es zu verstehen, sogar wenn sie die Nachrichten schauen. Sie sagen, ich glaube dir nicht. Weil Menschen nicht mehr die Jim Jones Kool-Aid trinken wollen. Die Menschen wollen nicht länger mit einer Augenbinde herumlaufen. Weil wir so lange so gelebt haben auf der Welt. Viele, mich eingeschlossen, waren am Schlafen. Damals habe ich tief und fest geschlafen, angeschlossen an diesem System, an dieser Matrix. Aber an einem Tag hatte ich einen Neustart im System. Du meine Güte, ich bin wie ein neuer Mensch. Ich bin am Leben. Ich bin jetzt anders. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein, ein ganz anderes Herz, eine ganz andere Seele, einen ganz anderen Blick. Ich spreche mit vielen Menschen in der ganzen Welt und so viele tauchen tiefer hinein. Dies sind die guten Nachrichten. So viele Menschen fangen an, es zu verstehen. So viele Menschen erwachen. Und das ist sehr schön zu sehen. Und das ist so schön zu hören. Jemand schickte mir vor langer Zeit mal ein Video, in dem die Nachrichtensprecher exakt dasselbe sagten. Dieser und jener Nachrichtensender. Es ist so, als ob die von demselben Drehbuch ablesen. Viele Menschen sagen jetzt, ich glaube die Nachrichten nicht mehr. Ich glaube den Mainstream-Medien nicht mehr. Anstatt Mainstream-Medien zu gucken, anstatt Fernsehen zu gucken, ist es Zeit, seine eigene Vision zu erkennen. Nochmal langsam. Die Menschen fangen an, es zu verstehen. Es ist jetzt so offensichtlich. Geschichte bedeutet eine fremde Geschichte. Ich kann der Geschichte nicht vertrauen. Ich muss meiner eigenen Geschichte vertrauen, weil das, was da in den Büchern steht, zu hinterfragen ist. Ihr wurdet auch in den Geschichtsbüchern belogen. Oh ja.
Ich nehme immer einen runden Globus in die Intros und die Leute sagen, hey Ralph, weißt du nicht, dass die Erde flach ist? Ich sage, hey, kann sein, ich weiß es nicht. Ich war nicht da draußen und habe es überprüft. Alles, was ich weiß, ist, dass die Bilder, die NASA uns zeigt, nicht das Aussehen der Erde ist. Die Bilder sind Photoshop. Also, die Flat Earther sind nicht komplett verrückt. Hört zu, forscht selber nach. Weil alles, was ihr wisst, eine große Lüge ist. Über den Planeten, den Ursprung der Erde, über den Ursprung der Menschen, wo wir alle herkommen. Sie hatten Roboter erwartet und fliegende Autos und die Eroberung des Weltraums. Nun, all das gab es. Aber nichts davon war die Revolution. Die Revolution war nicht etwa ein besseres Verständnis und eine bessere Kontrolle unserer Realität. Sie war unsere Flucht davor. Es fing alles mit Spielen an, die virtuelle Welten genannt wurden. In ihnen konnten Spieler mit ihren Avataren in verschiedenen Szenarien agieren, von Mittelalter über Science-Fiction bis zum Wilden Westen. Jedes Zeitalter war möglich. Diese Welten wurden immer realistischer, bis zu dem Punkt, an dem es schwer wurde, Realität und Fantasie zu unterscheiden. Als es keinen Grund mehr gab, in der realen Welt zu bleiben, veränderte sich die Gesellschaft. 75% der Bevölkerung, bekannt als die Connected, die Verbundenen, gaben einen Scheiß auf die Realität und verbrachten ihr ganzes Leben online. Die reale Welt gehörte damit einer kleinen Minderheit. Die Revolution hatte stattgefunden, nur nicht so, wie die Menschen sie sich vorgestellt haben. Und wir haben es gefunden. Also ich ja nicht, ich bin ja Theoretiker, sage ich ja immer wieder gern. Hey Alexa, kannst du mir nochmal genau erklären, was Astronomen, Astrophysiker, Weltraumforscher und die NASA den ganzen Tag so treiben? Na klar, die suchen im Weltraum nach feuchten Stellen, großen Bällen, auf denen man landen kann, nach magischer dunkler Energie, nach barbusigen exotischen Außerirdischen, nach einem möglichst großen schwarzen Loch, nach einem großen Big Bang und am liebsten wäre ihnen eine dicke Rakete. Um mit ihr wie Götter durch Wurmlöcher und andere Dimensionen zu anderen Zivilisationen zu reisen, dort dann mit dem Falschgeld der Zentralbanken Handel betreiben und Schürfrechte erhalten und um Weltraumvehikel möglichst nah an heiße Stellen zu führen. Aber neulich sagtest du mir doch, dass es den Weltraum gar nicht gibt, sondern dass es sich um ein Sci-Fi-Narrativ handelt und dass der Schwindel um die Raumfahrt ein anhaltendes TV-Ereignis ist, das seit der Mondlüge in vielen neuen Episoden immer wieder gespeist wird. Ganz genau, wenn du den Globus-Bann erst einmal gebrochen hast, wird es auch sichtbar. Thomas Winship sagte einmal, für fantasiereiche Geister und versponnene Theoretiker bereitet die sogenannte Wissenschaft der modernen Astronomie ein Feld, das unübertroffen in der Wissenschaft der ungebändigten Vorstellungskraft und dem Aufbau eines komplizierten Zaubers von Absurditäten ist. Um den Einfallspinsel zu beeindrucken und ihn staunen zu lassen und um jene zu betrügen, die ihre Behauptungen wirklich für Tatsachen halten. Du willst aber nicht andeuten, dass es sich um eine Voodoo-Wissenschaft handelt, oder? Doch, die Kleriker- und Priesterklasse von damals und die sogenannte moderne Wissenschaft von heute haben einfach nur die Kittel getauscht. Die moderne Wissenschaft von heute hat die Menschen blind gemacht und ist zweifelsohne ein Arm der Technokratie, der die Menschheit von heute mit immer moderneren Sci-Fi-Fantasien versorgt. Es ist eine normative Wissenschaft. Du erkennst es schnell, wenn ein Wissenschaftler von den Dogmen, der Magie oder den Wundern abweicht, wird die wissenschaftliche Kaste heftig reagieren. Ah, wenn ein Astronom sagt, dass der Urknall oder die Mondlandung nur in unserer Fantasie stattgefunden hat, dann wird er sofort aus der wissenschaftlichen Community ausgestoßen. Und wenn er behauptet, das Alien-Narrativ wäre nur der verlängerte Arm der Evolutionslüge von Charles Darwin, dann bekommt er keine Fördergelder mehr, oder? Ja, das ist ein extrem wirksamer Mechanismus, um die Priesterklasse bei der Stange zu halten, an der sie dann ihre Tänze aufzuführen haben. Upton Sinclair sagte, es ist schwierig, von jemandem ein kritisches Bewusstsein zu erwarten, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht hat. Ja, wir müssen also das Gespräch aus dem Weltraum, der nicht existiert, zurück auf die Erde bringen, die unbeweglich und stationär ist. Dunkle Materie, wissen Sie ja Bescheid, kennen wir nicht. In letzter Zeit ist noch was Neues dazugekommen, die dunkle Energie auch. Aber ich will gar nicht davon reden.
Warum glauben Sie, ist Truman nie in der Lage gewesen, die wahre Natur seiner Welt zu erkennen? Wir akzeptieren die Realität, so wie sie uns präsentiert wird. So einfach ist es. Und plötzlich scheint es so, als würde die Propaganda für diese wichtige Arbeit im Weltraum des US-Militärs, als würde das unverzichtbar sein,